Nö. Jetzt ist er. Dabdi-dubdi-da. So, was haben wir noch nicht erkundet? Oh mein Gott. Kälteabwehr. Nice. Dann haben wir kein Kältefrieren mehr. Hebt Erfrierung auf. Also wenn wir kein Wärmegetränk mehr nehmen. Aber werden wir ja sehen. Habe ich denn irgendwas als... Oh. Oh. Ja. Ich muss einen besiegen hier. Hiervon. Na, du Ritardo-Vogel. Der noch Ritardo-Vogel-mäßiger ist es. Naja, so. Ah. Kraftangriff hat er drauf. Badam. Aua. Wieso gemein? Scheiße. Mein Cookie. Mein Pucki. Oh, danke, Julia. Kopf gebrochen und am Boden. Sehr schön. So wie ich es mag. Ayuya braucht noch etwas, um aufzuladen. Ah, ne, 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 ne. Ich mach schon mal. Sofort ein, ich glaube ja, oder? Wenn ich es nicht einsetze, dann leuchtet es immer noch. Bodenzyklon. Ja, das wird die Fähigkeit sein. Ja. So cool von Barrio. Wurde ja gesagt von dem Frostfang. Working together makes you stronger. Obwohl das kein Frostfang Barrio ist. Ich glaube, wird doch langsam mal Zeit, meine Raffelos auszuwählen. Und ihn ein bisschen auch hoch zu leveln. Ich mal doch mal rum.
kann ja auch hier gucken, so. Ich dauernd auf die Karte, ey. Ui. Da war noch ein Schatz. Oder war das nicht der Schatz gewesen? Nee, war da nicht. Ja, ulkig aus. So. Halten wir uns mal nicht zu lange auf. Gut, hier muss ich auf den Berg hoch, um den Schatz zu bekommen. Oder drumherum laufen? Drumherum laufen. Da haben wir gleich. Ketchup-Watsche müssen wir auch machen. Einfach, weil er gerade da ist. Der wird bestimmt Technik benutzen, oder? Ja. Sie halten ein bisschen. Ah, Mann. Das ist doch dumm. Halt so. Yeah.
So, haben wir den auch schnell mitgenommen. Läuft doch. Bis jetzt läuft noch alles easy. Scheint wieder perfekter Ort für ein gruseliges. Ja, für irgendwelche gruseligen Ereignisse wäre dieser Ort echt perfekt. So, ab. Oh ja, ein Anjanath ist ja auch noch eine Quest für uns. Müssen wir auch machen. So viele Nebenquests, die uns gerade vor die Füße laufen. Oh, danke. Sehr schön. Juhu. Jetzt einfach rauf, die Maus. Juhu. Perfekt.
Untersuche den Wald. Ach, da hinten geht's noch weiter. Denisilla! Ja, hallo Spinni, Spinni. Wir stehen einem Nersilla gegenüber. Lass dich nicht stechen, sonst gehen deine Lichter aus. Oh. Der macht Technik an. Ach du Scheiße, wie viel ist denn hier zu brechen? Nadel hindert dich daran, Fähigkeiten zu nutzen. Wirst du die Stachel nicht los, bist du dem Monster ausgeliefert. Gute Arbeit. Das hindert dich daran, mehr Nadelangriffe zu nutzen. Der Silla wurde betäubt. Oh. Kommt die Raserei, achtet darauf, wie sich seine Bewegungen verändern. Oh, fuck. Ach, auf Geschwindigkeit geht er jetzt. Ah, okay. Ja, halt ja schon. Okay. Ja. Drauf. Thank you.
also wieder auf Technik gehen. Das sah interessant aus, aber da hätte ich die erste Stufe Geschwindigkeit nehmen müssen. Na egal. Ich habe ein besseres Gefühl beim Kampf neben dir jetzt, wo ich weiß, was du kannst. Bossfang ist das wohl ähnlich. Oh. Oh. We did it, buddy! Having Frostfang on our team didn't hurt either! Well then, it's time to go back and report in. But I gotta admit, I don't know which way to go. Don't worry, Frostfang can guide us out. Phew! So that's sorted! Frostfang sure knows this forest well, huh? Yes. This is where we first met. Really? More details, please! I want to hear the whole story! It was a long time ago, when I was just a little girl. I wandered into the forest and lost my way. I found a shadowy figure illuminated by the moonlight. A shadowy figure? Yes. Well, I was scared and clung to it without thinking, but it wasn't a person. It was a small Baryoth. Oh. Yikes! You snuggled up to a wild Baryoth? Its fur was so soft. Zero survival instinct, huh? I was soon found by villagers who took me home. The Baryoth stayed behind. And let me guess, that was... Frostfang, yes. But I didn't realize that until later. Wow! A wild monster letting a human child approach it? You had a special connection even back then! Maybe if I'd never gotten lost in the forest, I wouldn't have met Frostfang. Maybe my first encounter with Frostfang, and yours with Ratha, was destiny at work. Hey, what about me? It was fate meeting me, too! You should cherish your fateful encounter with Ratha. Wow. Okay, let's head back. Wow. Hey, don't ignore me! Das ist ja wie in Metopia hier, Falt. Das ist ja hier echt bald wie in Metopia hier. So, wir sollen hier eh raus. Das heißt, über Schnellreise. Oh Mann, ey. Ich bin im falschen Dorf. Scheiße. Ach ja. Es gibt noch eine zweite Seite. Ach so, ja, weil wusste ich natürlich. Kein Problem, alles easy. Ups. Ja, die, ich weiß, das war jetzt etwas groß und etwas klein. Oh, obwohl, nee, das mache ich ja noch. Vielleicht kommt da noch eine Cutscene. Dann beenden wir die Folge. So machen wir das. Hallo? Hey, wo ist das Oberhaupt? Das Oberhaupt? Er ist unterwegs, um sich im Dorf umzuschauen, schätze ich. Okay, Sekunde. Da, von da habe ich keine Nebenquest.
Professor Filtroffen hier. Können wir gleich abgeben. Du hast es zurückgeschafft. Hast du dich mit dem Anjan noch angelegt? Ja. Hey, hey, stärker und durchtrainierter als ein Anjanav. Schätze, du bist wirklich der legendäre Rider. Wenn noch mehr Anjanavs auftauchen, hänge ich eine Anzeige ans Questbrett. Wir müssen die PP beschützen. Stand da wohl wahrscheinlich. Schnell konnte ich jetzt nicht. So. Da ist er doch. Meine Freunde, willkommen zurück. Wir haben die Windmühlenteile. Wirklich? Wunderbar. Ich habe nichts Geringeres von den legendären Helden erwartet. Tut mir leid, dass ich euch gleich wieder um etwas bitte. Aber könntet ihr auch unserem Händler helfen? Was ist das Problem? Ich habe so wenige Waren zu verkaufen, dass es sich heutzutage kaum lohnt, den Laden zu öffnen. In der Höhle, durch die unsere Transportroute führt, gab es einen Einsturz und Pepe kommt mit seiner Fracht nicht zurück. Oh. Wenn es so weitergeht, muss der historische Laden unserer Stadt schließen. Räumt die Lawinenmine-Höhle bitte ab. What the fuck ist das komischer Name? Lawinenmine-Höhle. Alles klar. Okay, das machen wir aber in der nächsten Folge. Da kommt er schon. Ne, Kumpel?